Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem aufregenden Musikmagazin, was sich aufgemacht hat vor vielen Jahren, um die regionale Musikszene und Bandszene zu fördern und sie in eure Wohnzimmer zu bringen. Wir befinden uns immer noch bei der fünften Newcomer TV-Nacht im September in der Portstraße Jugend und Kultur. Zwei Bands habe ich euch in der letzten Sendung schon vorgestellt und jetzt kommen die nächsten. Wie das immer so ist in der heutigen Zeit, ob es an Corona liegt oder die Menschen einfach immer, immer kränklicher werden, ich weiß es nicht. Eigentlich sollten Ferien auf der Ratio Farm spielen auf der fünften Newcomer TV-Nacht, aber sie wurden ganz plötzlich krank und mussten ausscheiden. Und wie das dann wiederum immer so ist, Panik, ja, zwei Tage vom Konzert und so, wen kann man einladen? Und wir suchen dann immer und haben dann unsere Scouts, die rumreisen und fragen. Und wir haben einen jungen Mann gefunden, nämlich Johazit, der als Singer-Songwriter schon viele, viele Jahre unterwegs ist mit seiner Akustik-Gitarre. Er macht sehr spezielle Lieder, und zwar Lieder aus seinem eigenen Leben. Er ist sozusagen autobiografisch oder biografisch, nicht autobiografisch unterwegs. Und alles, was er erlebt in seinem Leben, fasst er in seine Texte und kleidet er in eine wunderbare Musik. Wir haben wirklich unglaublich gestaunt über diese Performance, über diese intime Performance von Johazit und waren einfach Fans nach seinem Auftritt. Deswegen seid gespannt und Aufmerksamkeit ist jetzt ganz wichtig. Achtet auf die Texte und liebt diesen Menschen, so wie wir ihn lieben gelernt haben. Ein Riesenapplaus von uns und von euch für Johazit. Oh, sie warten auf Erlösung jeden langen Tag. Und warten auf den Sonnenschein, der irgendwann kommen mag. Sie warten auf die Liebe, sie warten auf den Tod. Sie schreien vor Angst und kentern mit dem Boot. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök, Apokalypse mit Zimt, aber nicht zu viel, es macht fett. Oh, Corona, Klimawandel und böse Terroristen, Heizungsnachzahlungen und Widerspruchsfristen, Steuerformulare und Linksradikale, ein jämmerliches Zeitalter, man kann die Miete nicht bezahlen, scheiße. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zimt, aber nicht zu viel, es macht fett. Und die Wirtschaft, sie wird sterben und wir werden alle hungern. Mittellos ohne Benzin im Jobcenter rumlungern. Und dann kommt auch noch Lungenkrebs, obwohl ihr niemals raucht. Junkie-freie Innenstädte und die Fahrradhelme auf. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök, Apokalypse mit Zimt. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zimt, aber nicht so viel, es macht fett. Thank you.
Wenn ich morgens aufwach, ist es in meinem Kopf. Und ich wünsch, das wär weg. Mord und Totschlag, das ganze schwarze Loch und all der Dreck. Ich zieh mich an, es ist jeden Tag schon so. Jeden Morgen bis zum Abend putze die Zähne und scheiß in mein Klo. Es gibt dazu nichts zu sagen. Da sind Dämonen in meinem Kopf und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. Und hofft, dass keiner merkt, was in mir vorgeht und woran ich denk. Ich arbeite härter, es muss aus dem Bewusstsein, denn es macht mich fremd. Ich nahm Tabletten, ich habe fast nichts gespürt. Ich würde es vielleicht mal wieder probieren. Das ganze Gelaber hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Der Stoffwechsel hinter meiner Stirn. Da sind Dämonen in meinem Kopf und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. Gehen die Jahre und so vergeht die Zeit. Leben läuft an mir vorbei. Läuft durch mich hindurch und läuft an mir herab. Die Zeit ist mein Feind. Ich werde älter, die Träume werden ferner. Ich wollte so nie sein. Scheiß Dämonen kotzen mich nur an. Ich will so nicht sein. Da sind Dämonen in meinem Kopf und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. Da sind Dämonen in meinem Kopf und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, sie haben sogar einen Netflix-Account. Und sie sind immer da. Und sie sind immer da. Und sie sind immer da. Ich war ein ungeplantes Kind. Meine Eltern haben die Tage abgezählt. Und sie benannten mich nach einem Propheten. Zum Glück hat mich das nie gequält. Das Kind soll auf gute Schulen gehen. Für mein Erzeuger zählt nur Leistung.
Ich wurde linksliberal-pazifistisch erzogen, doch mein Erzeuger klärt mit Fäusten seine Meinung. So ein Arschloch. Ich war ein geliebtes Kind, meine Mom war immer da. Meine Großeltern haben den Krieg als Kinder überlebt und sich am Schluss ganz schön oft darüber beklagt. Und ich hab die Schule abgebrochen, zweimal. Ich hatte keinen Bock. Meine Mitschüler haben mich gehasst, ich war ein fetter Punker und sie Snobs. Ich könnte sagen, dass ich nichts bereue, doch das wäre nicht wahr. Gewaltfantasien machen mir manchmal Freude. Und zwar im nächsten Leben bekommt mein Erzeuger aufs Maul. Im nächsten Leben werde ich nicht mehr in der Schule gemobbt. Im nächsten Leben schlitze ich manche Leute einfach auf. Im nächsten Leben wird gerockt. Ich bin kein erfolgreiches Kind, ich war nie hochbegabt. Ich könnte sagen, dass ich nichts bereue, doch das wäre nicht wahr. Gewaltfantasien machen mir manchmal Freude. Und im nächsten Leben bekommt mein Erzeuger aufs Maul. Im nächsten Leben werde ich nicht mehr in der Schule gemobbt. Im nächsten Leben schlitze ich manche Leute einfach auf. Im nächsten Leben wird gerockt. Im nächsten Leben nennst du mich fette Sau und mein Springerstiefel zertritt deinen Kopf. Im nächsten Leben lasse ich mir gar nichts gefallen. Im nächsten Leben bin ich Gott. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Also wir waren jedenfalls total geflasht von diesem Songwriting des jungen Mannes. Und ich hoffe, dass ihr auf seine Konzerte geht. Geht auf seine Seite im Internet, Yohazit. Sucht ihn, wenn ihr ihn nicht finden könnt, ruft mich an oder schickt mir eine Mail, radio@virusmusik.de. Ich werde euch kontakten. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Band, die an diesem denkwürdigen Freitag, den letzten Freitag im September in der Portstraße Jugend und Kultur aufgetreten ist. Und zwar machen die so eine Art Deutschrock-Chor. Sie schicken sich sogar an zu sagen, sie sind Erfinder dieses Deutschrock-Chors. Seit 2019 sind sie zusammen. Ein Riesenapplaus von euch für Seelenkraft. Der Schmerz, der
Diese Gier für meine Stimme, die sagt.
auf, verharmlos sich selber von mir. Die Schreie verstummt, den Kummer erzwingt, hilft mir der Stoff gegen Durst. Die Tränen vertrocknen, der Sturm tief in mir, ertränkt und bereinigt den Fuß. Depressionen! Diese Band hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Also ich finde ihren Sound gut, wir haben getanzt und trotzdem liegt etwas in der Luft, was ich nicht so richtig erklären kann, was mit dieser Band, mit dem Sound und mit der Musik dieser Band zusammenhängt. Ich hoffe, dass das Konzert euch gefallen hat. Uns hat es jedenfalls gefallen und geht, wie gesagt, nicht nur auf Konzerte von Seelenkraft oder von Yohazit, die ihr jetzt in dieser Sendung kennengelernt habt, sondern geht generell mehr aus und auf Konzerte von regionalen Bands in die Clubs, in die Musikclubs, in die wenigen, die es noch gibt. Aber geht einfach dahin, geht auf Konzerten. Kümmert euch um die wunderbaren Musiker und Musikerinnen hier in der Region, die alle noch nicht so bekannt sind. Aber deswegen gibt es ja Newcomer TV und Virus Musik Radio, um den Sound dieser fantastischen Bands bekannter zu machen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war der wunderbare Jochen von Newcomer TV an der Kamera und am Schnitt und überhaupt als Seele des Auges, was ihr da geboten bekommt in euren Wohnzimmern, und am Mikrofon der Seppel, das bin ich von Virus Musik Radio. Wir sind immer für euch da. Schickt uns eine Mail an radio@virusmusik.de und sagt uns, was ihr von dieser tollen Sendung, meiner Meinung nach tollen Sendung, haltet. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, liebt die regionale Musikszene. Tschüss, bis bald. Arrivederci!